Kurz nochmal eine Sache, bevor das eigentliche Video losgeht, indem ich erzähle, warum es jetzt auf einigen Servern Sinn macht, die Festung nochmal auszubauen. Hashtag Festungsevent und die Drops, die man da so kriegen kann. Ja, das Video habe ich nämlich zuvor aufgenommen, ohne Cam. Oh, ich bin ja jetzt ein bisschen nackig. Und ich hab mich jetzt nur ein bisschen gewundert, habe jetzt 1,5 Stunden im EU6-Chat in der Gilde geschrieben über alle möglichen Themen. Eine Grüße gehen raus an alle, die dabei waren, war auf jeden Fall ganz cool. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass über den Basic-Kalender, Basic-Event-Kalender, dass dort eigentlich die Informationen nicht ganz korrekt sind, würde ich meinen. Ich zeige euch das mal. Und zwar, huch, das war falsch. Wir sind mit Akkordabenteuer eigentlich auf Linie 8. Und Linie 8 sagt hier Pilz-Event, aber in der Vorschau im Forum stand anstelle des Pilz-Events Epic Shopping Spree Extravaganza. Und danach bin ich auch gegangen im Video. Und wenn ihr das Video seht, sind die offiziellen News vielleicht noch nicht raus oder die sind schon raus. Und ihr seht das Video später. Es wird so sein, dass dass das Epic Event stattfinden wird. Und es wird noch ein zusätzliches Event geben, nämlich der Sommer-Schlussverkauf. Es gibt noch mal eine andere Liste, die man euch zeigen kann. Im Prinzip, da sind wir unten. Moment, ich muss jetzt noch mal richtig reinklicken auch. Da sind wir hier beim Summer Sale End. Diese Liste wird immer geführt, dieses Google Doc mit allen möglichen Informationen, die man lesen kann. Hier sieht man auch Epic Event, Accord Abenteuer, Tidy Toilet Time, Fortress Event, Gold, XP. Und es gibt eben den speziellen Sale mit 4 Paketen. Das sind meistens die Pakete, die man auch bekommen kann zum Serverstart. Also gerade auf EU6 könnt ihr vielleicht nicht alle Pakete sehen, wenn ihr noch nicht alle wichtigen Funktionen freigeschalten habt. Aber auf EU5 zum Beispiel kann man einige Pakete dann wieder kaufen. Und ja, gibt eben auch mehr Pilze. Und wenn man dieser Information dann eben glaubt, haben wir alle die Events auch wie besprochen, also ein richtig krasses Event. Natürlich gibt es auch noch das Sammelsurium, das endet ja mit dem großen Gem. Ja, was auch nochmal eine Sache ist, die ich nicht erwähnt habe im Video, denn der Gem ist ja legendär und man kann ihn also claimen zum Event, wenn man vielleicht noch die Mine ausgebaut hat oder sowas, umso stärker ist er. Oder wenn man halt ein höheres Level erreicht hat, umso stärker ist halt der Legendary Gem oder eben je höher die Ritterhalle ist. Also das ist auch noch ein Ding, das habe ich nicht erwähnt. Also wir werden Sommerschlussverkauf haben, wir werden Sales haben, wir werden viele geile Events haben. Und jetzt gönnt euch noch die Informationen rein zu der Festung. Part, den ich jetzt im Folgenden euch kredenzen werde. Also viel Spaß damit. Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit Basti. Und wir wollen ein bisschen über die Events sprechen. Die werden jetzt offiziell angekündigt. Ich gehe aber nur über eine Preview. Und es ist natürlich klar, was Gutes, XP und Gold-Event, ne? Ist schon mal ziemlich geil. Ja, was kann man dazu sagen, ne? Ihr solltet auf jeden Fall Donnerstag wieder die Stadtwache 14 Uhr reinballern, ne? Damit ihr gleich das meiste Gold kriegen könnt. Ihr solltet alles upgraden, was euch XP bringt, um eben mehr XP zu farmen. Die Arena-Kämpfe sind umso wichtiger, auf jeden Fall auch die Akademie nochmal hochziehen, vielleicht, ne, für XP ist ganz klar. Gold das gleiche mit den Gebäuden, die euch Gold bringen. Goldpit zum Beispiel auszubauen, wenn man die Unterwelt hat, die habe ich jetzt auf EU6 noch nicht. Macht da definitiv Sinn, achtet auf eure Stadtwachen allgemein. Und klar, wenn ihr leveln könnt, kriegt ihr natürlich auch mehr XP pro Quest, zumindest bis Level 397. Und auch mehr Gold, wobei je höher das, ja, ich sag mal, das gilt eigentlich immer, wenn ihr im Level steigt, wobei sich da auch verschiedene Phasen ergeben in der Goldkurve. Also leveln könnt ihr natürlich über Epic Event auch. Da ist auch die Sache, na, entweder ihr versucht jetzt noch vor dem Event noch Dungeons zu legen. Über SF Game Tools könnt ihr euch ja die Dungeons ausrechnen, damit ihr ein höheres Level habt, um dann im EQ-Event gleich mal zu blättern, bessere Items zu finden und dann gegebenenfalls mehr Dungeons noch zu machen. Oder ihr geht die etwas sparsamere Variante, ihr macht jetzt keine Dungeon Tries, sondern spielt eure Alu, geht im EQ-Event dann mit neuem Equipment rein und ballert dann die Dungeons. Die sind dann halt natürlich einfacher, die ersten. Dann kommt ihr ein bisschen weiter, steigt auch im Level, dann könnt ihr überlegen, ob ihr nochmal neu equippen wollt. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt
5 oder 10 Level macht, ne, könnt ihr dann definitiv auch nochmal nach einer neuen Waffe speziell gucken. Die Waffe macht gerade zum Serverstart, also auf EU6 in dem Falle, dass ja der neueste Server ist, dann auch viel Sinn. Was aber noch wichtiger für mich ist, ist eigentlich jetzt das Festungsevent. Ich habe es auch in der Gilde zum Beispiel schon mal angesprochen, das ist jetzt ein gutes Beispiel hier. Ich werde auf jeden Fall meine Festung hochziehen, das ist ein Tag, zwei Stunden, also es ist Donnerstag. Gegebenenfalls sammle ich bis dahin sogar noch Ressourcen, also auch wenn ich jetzt hier nicht viele Angriffe mache, findet man dann doch auf dem Server ein paar ordentliche Leute, die man hier angreifen kann, Ressourcen farmen kann, zumindest bis Rathaus 10, denke ich, kommt man da noch ganz gut durch, wobei jetzt haben hier einige eine Verteidigung drin. Manchmal hatte ich Leute schon gefunden mit 4000 Holz und über 1000 Stein, so einen zum Beispiel, ja, da kann man natürlich auch auf die Gegenangriffe gucken. Ja, also das ist ganz klar und zum Festungsevent wäre es jetzt halt wichtig, dass ihr im besten Fall eure Festung auch noch versucht auszubauen. Aus folgendem Hintergrund, denn das Festungsevent gibt euch ja nicht nur beim Glücksrad doppelte Mengen an oder auch beim Hütchenspieler doppelte Mengen an Ressourcen, sondern vor allen Dingen auch in den Quests. Und das ist auch sehr stark für Holz und Steine zum Festungsevent. Und wenn ihr da halt eure Festung vorab schon, am bestenfalls vor Freitag oder bevor ihr Freitag eure Abenteuer losspielt, das kann natürlich auch Freitagabend sein, ne? Wenn ihr da die Festung hochgeballert habt, kriegt ihr dann automatisch auch wieder mehr Ressourcen und das macht dann halt Sinn, auch am Samstag vielleicht nochmal die Festung nochmal höher auszubauen, um dann für die Abenteuerlust am Samstag nochmal noch mehr Ressourcen zu kriegen. Ihr müsst euch vorstellen, zum Festungsevent selber kriegt ihr dann halt mehr Ressourcen, aber auch langfristig nach dem Festungsevent kriegt ihr über das Glücksrad, über den Hütchenspieler mehr Ressourcen, je nachdem, wie hoch ihr eure Festung gelevelt habt. Und wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt, Fortress 8 seid und Hall of Fame auch auf 8 oder 7 gebaut habt, dann baut jetzt nicht die Hall of Fame nach, sondern geht eben gleich nochmal auf die Festung, weil ihr könnt die Hall of Fame dann relativ einfach durch Ressourcen bekommen über das Glücksrad und über den Hütchenspieler. Das gilt natürlich vor allen Dingen für Pay-to-Win-Spieler. Ihr müsst gegebenenfalls Pilze ausgeben zum Skippen. Wenn ihr das nicht könnt, klar, macht es natürlich nicht. Ja, aber ich denke, in der Gilde sollte es kein Problem sein, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne die Festung ein bisschen höher ausbauen, damit ich langfristig mehr Ressourcen kriege und dann halt die Hall of Night nachziehen. Also das habe ich zum Beispiel auf EO6 auch in der Gilde gesagt. Klar, wenn man die Akademie ausbauen will für mehr XP, sollte man das machen. Wenn man Treasury ausbauen will für Epic Event, sollte man das natürlich auch machen. Arbeiterquartier sollte man nicht vergessen. Und ja, alternativ auch die Gem Mine, wenn ihr halt schon auf 10er Festung seid mindestens, könnt ihr auch die Gem Mine natürlich jetzt nochmal ein, zweimal vor dem Event ausbauen, weil zum Fortress Event gehört ja auch, dass ihr nur große Steine kriegt. Wenn ihr natürlich da gerade neue Steine farmen wollt, macht Sinn, die Mine nochmal ein bisschen höher auszubauen. Und für diejenigen, die jetzt zum Beispiel wie ich jetzt in Richtung Fortress Level 8 gehen und sage ich mal vielleicht im Laufe des Events vorhaben, die 90 Dungeons zu clearen, vielleicht den Tower zu clearen, also das habe ich auf dem Server definitiv vor an der Stelle, dann könnt ihr auch jetzt die Gem Mine schon auf Level 2 oder 3 ausbauen und dann Gems skippen, denn mit jedem höheren Level werden die Gems halt deutlich stärker. Gerade zu Beginn ist es nicht verkehrt, da ruhig mal bis auf Level 3 zu gehen. Bei Level 3 kosten die Steine zum Suchen quasi 450 Gold und ja, ein paar Ressourcen mehr. Das ist verschmerzbar. Und klar, die Duration ist länger, deshalb Arbeiterquartier solltet ihr auch ausbauen, aber das Skippen ist immer noch vertretbar. Also Gemmine Level 3 ab diesem Zeitpunkt ist vertretbar, denn ich sag mal, die Gems, ich habe jetzt leider hier keinen, wir können ja mal einen skippen. Ist jetzt zum Beispiel ein großer Gem, ja, der gibt jetzt schon einen Verkaufswert von 279, also Level 2 Gemmine wäre jetzt gar kein Problem, um die Steine, sag ich mal, ohne Verluste zu verkaufen, aber ihr habt auch sowieso vielleicht genügend Gold bei dem Level in der Hinterhand, sodass das nicht so das Thema ist. 148 sind sie jetzt, ja, und mit 2-3 Level mehr sind die Steine dann auch bis zu 10 Attribute stärker, gerade die großen. Also das bringt schon Punkte, definitiv. Deshalb nutzt das Event, das ist wirklich sehr wichtig, EU6, aber auch auf EU5 kann es interessant sein. Wir gucken uns gleich nochmal eine Liste an, hier geht jetzt meine Festung auf 18, hier muss ich echt überlegen, ob ich da vielleicht skippen will, das ist halt extrem teuer. Ihr seht, ich habe jetzt aktuell gar nicht genügend Pilze dafür. Um halt wiederum mehr Ressourcen zu kriegen. Es ist halt aber trotzdem auch so, dass man aufgrund der Festungspartnerschaft, die ich jetzt mit Black Lotus pflege, ja, wir haben uns hier sehr oft angegriffen. Übrigens, ich habe keinen einzigen Angriff gegen Black Lotus verloren. Ich weiß nicht, warum die Leute das irgendwie sagen. ja, geht es halt hier seinen Gang und wir farmen da extrem gut. Deshalb
habe ich vielleicht gar nicht so den Druck, das zu machen, aber warum es halt sinnvoll ist, die Festung rechtzeitig auszubauen, ne? Das werden wir jetzt gleich sehen. Gemmine wäre halt auch so ein Ding, aber ich denke, das kriege ich jetzt zu dem Event nicht hin. Ich bin jetzt eh nicht krass am Level pushen auf dem Server. Ich habe hier nochmal eine Liste aus der Shakes and Fidget Taverne. Die könnt ihr euch über das FAQ auch ziehen. Ich werde die Liste mal auch verlinken in meiner Videobeschreibung. Das gleiche gibt es auch für Seelen. Sehr geil. Die zeigt euch auf der linken Seite Fortress. Welche Fortress-Stufe ihr habt. Die zeigt euch, was ihr beim Hütchenspieler bekommt, wenn ihr dreimal das gleiche kriegt, viermal das gleiche oder fünfmal. Was ihr beim Glücksrad 2.0 bekommt, also ne, bei der dreifachen Menge. Glücksrad 1.0 hat ja auch das, aber auch noch eine kleinere Menge. Da ist es natürlich nur ein Anteil. Und was ihr zum Event droppt. Und zum Beispiel war ich ja Festung 8 auf EU6. Das heißt, ich würde beim Event pro Abenteuerlust 3800 Holz bekommen, wenn ich es finde, und 1275 Steine. Das ist nicht schlecht. Habe ich aber die Festung auf 9 zu dem Zeitpunkt, kriege ich die dreifache Menge. Die Chance, das zu finden, ist ja gleich hoch. Aber ich bekomme die dreifache Menge allein bei der Abenteuerlust. Und dann geht man nochmal hoch. Ja, Stufe 10 ist auch nochmal verdoppelt. Locker, easy peasy verdoppelt, aber verdreifacht ist halt noch krasser. Also der Sprung von 8 auf 9, ja, wobei es ist nicht ganz verdreifacht, wie ich sehe, 2,5-fach ist da der Faktor, würde ich sagen. Ja, er ist aber trotzdem gefühlt ein bisschen höher, macht auf jeden Fall Sinn. Und klar, in der höheren Festungsstufe, in der Festung 17 bin ich jetzt, kriege ich 2,5 Millionen Holz, 875.000 Steine. Dann gehe ich auf 18, kriege ich also fast das Doppelte bei Holz und das Doppelte bei Stein. Das ist halt auch sehr krass. Und schauen wir auch mal dann auf das Glücksrad. Ja, ist es natürlich auch so, das sind ja die Standardwerte. Also mit Festung 7 bekomme ich bei 3 Hölzern 1224 Holz, 418 Steine. Bei Festung 8 bekomme ich fast das Doppelte auf beiden Fällen. Bei Festung 9 sogar über das Doppelte jeweils. Also auch da ist der Sprung von 8 auf 9 extrem groß. Von 9 auf 10 ebenfalls extrem groß. Und dann zum Event, wenn ihr das vor dem Event macht oder zum Event, kriegt ihr auch nochmal die doppelte Menge jeweils. Also allein im Glücksrad könnt ihr auch extrem gute Ressourcen farmen. Oder halt natürlich, ja, Glücksrad finde ich, also Glücksrad hat immer so einen besseren Wert als ein Dreierpass. Ein Dreierpass ist immer schlechter. Ein Glücksrad hat aber teilweise schon einen schlechteren Wert als ein Viererpass. Ja, die Viererpäsche geben in der Regel immer mehr. Also gefühlt würde ich sagen, das Doppelte. Es ist gefühlt tatsächlich das Doppelte eines Glücksrads-Drops. Und das Fünffache ist natürlich nochmal extrem lucky, weil man das Fünffache davon bekommt. Das ist halt natürlich echt krass. Und wenn ihr das auch noch zum Event plant, ja. Also ich könnte mit Rathaus 9, wenn ich einen Fünferpasch durch Zufall kriege, beim Hütchenspieler, also ja, Hütchenspieler müsste ich natürlich erstmal freischalten, aber mit 105 ist das ja, ja, ist jetzt hier halt nicht drin, aber es gibt Spiele auf EU6, die das auf jeden Fall freigeschalten haben, ne? Da würde man mit Festung 10 dann einfach mal 248.000 Holz kriegen. Also wenn man jetzt mal überlegt, dass man mit dem Fünferpasch 240.000 Holz und 70.000 Steine kriegen kann, ja, das ist schon Festungs, also da könnte man Festung auf 10 ausbauen, von 9 auf 10 wahrscheinlich. Oder was auch geht, ist die Gemmine von 1 auf 10 zu upgraden. Da braucht man grob 300.000 Holz und 60.000 Steine. Da kriegt man die Gemmine ungefähr von 1 auf 10 direkt. Wenn ihr sie eh schon auf 3 habt, ist es ein bisschen günstiger. Und dann braucht ihr aber noch 9.000 Hölzer und 3000 Steine für die Gems, um die zu suchen, ne, damit ihr das Herz der Unterwelt bekommen könnt. Aber das ist halt echt so ein Fünferpasch mit Rathaus 10 zum Event ist schon extrem krass und macht da halt Sinn, eben auch die Festung vorab hochzuspielen. Also überlegt es euch, das Event ist wirklich sehr geil. Wie ihr spielen wollt, geht ihr mehr zum Beispiel auf die Festung, habt ihr weniger Pilze dafür vielleicht für euren Char, dann plant das so entsprechend so ein. Sprecht es auch in der Gilde ab, was erlaubt ist, was nicht, was sinnvoll ist. Holt euch da ein Go, bevor ihr irgendwas spielt und dann die Gilde euch eine Verwarnung schickt oder sowas. Auch wenn es vielleicht nicht ganz in eurem Sinne ist, wenn es natürlich nicht gar nicht in eurem Sinne ist, müsst ihr überlegen, ob ihr halt vielleicht auch die Gilde wechselt. Ich bin zwar kein Fan davon, aber das wäre zumindest ein legitimer Grund. Aber sprecht es definitiv ab. Geht ihr lieber auf euren Char, ne, ist klar, habt ihr, dann spielt in der Festung halt ohne Pilze, ne, geht ganz normal in den Ausbau, nimmt trotzdem das Glücksrad mit und die Quest, also kurze Quest, sucht euch die Ressourcen, wenn es geht, spielt Hütchenspieler, wenn ihr dann habt, weil auch das alleine schon bringt euch sehr viele Punkte für die nächsten Wochen, für die Ausbauten. Und ja, ich denke, 80% der Spieler gehen eher auf ihren Char, ne, übers Epic Event, aber die 20%, die mehr über die Festung gehen, haben vielleicht dann auch ein besseres Standing in den nächsten Monaten. Ja, das kann durchaus passieren, gerade wenn man die Gemmine auch hochskippt und sowas. Also das
Das bringt nochmal einiges an Attributen durch die höheren Steine und natürlich die Unterwelt dann mit Unterweltpaket, wenn man sie freischaltet, auch für die Skills. Klar, der hat auch drin an, ne? Es ist ganz klar. Ihr kennt das Spiel, ne? Also das wollte ich euch nochmal auf den Weg geben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie dazu gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe auf jeden Fall dieses Bild mal verlinkt aus dem Shakes & Fidget Discord. Ihr könnt es euch, wie gesagt, aber auch selber angucken, wenn ihr im Discord reingeht und dann über Fuck Resources kriegt ihr auch die Infos, die ich euch gezeigt habe. Das war's von mir. Haut auf jeden Fall rein. Macht da Tschüss und Servus, euer Basti.